Hallo, Servus bei Monaco Deluxe, schön, dass du wieder drauf geklickt hast. Heute bin ich für euch in Kufstein unterwegs und ich sag's euch, die Anreise war eine Katastrophe, aber mehr dazu jetzt im Video. Ja, wie ich schon gesagt habe, die Anreise war alles andere als spaßig, denn das Hotel liegt leider Gottes mitten in der Altstadt oder Gott sei Dank oder leider, keine Ahnung auf jeden Fall. Das Parken war im Parkhaus und ich durfte mein Gepäck hier durch die Gegend ziehen und ich habe es auch nicht gleich gefunden, weil das Navi ist durch die Gegend gegangen. Ich sag's euch, das war ein Höllentrip. Vielleicht lag's an mir, weil ich hätte mich auch vorher natürlich bei Google Maps erkundigen können und hätte dann vielleicht es etwas besser planen und koordinieren können. Naja, ich zeige euch als allererstes mal mein Zimmer. Das ist eines von verschiedenen Themen. Also jedes Zimmer hat eine eigene Themenwelt. Auch diese Aussicht einmal bei Nacht. Und einmal bei Tag. Ja, aber jetzt zeige ich euch einfach mal die restlichen Zimmer und eine kleine Hausführung auch durchs Restaurant und durch die Bar, diesen so ein Stollen, wo es ganz viel Gin gibt und ich hatte echt Spaß, ich habe heute Gin getrunken. Ich glaube, der Mario vom Little London wird mich verfluchen, wenn er das sieht. Übrigens, Little London oben im i verlinkt, auch ein tolles Video, solltet ihr mal reingucken. Und ich bin eigentlich gar kein Gin-Freund und wollte auch gar keinen trinken, aber die haben es geschafft, mich zu überzeugen und es war sehr, sehr lecker, also Respekt. Und auch im Restaurant, sehr, sehr feine Küche, aber das zeige ich euch einfach mal mit der Hausführung. Jetzt von der Träumerei, ein Boutique-Hotel hier mitten aus der Altstadt von Kufstein. Das ist ein Hotel für all diejenigen, die mitten in der Innenstadt sein wollen, die was erleben wollen in der Stadt, die essen, trinken als oberste Priorität haben. Die Zimmer sind optimal für 2-3 Nächte von der Größe her. Das Badezimmer ist sehr schön. Die Dusche ist offen und das Badezimmer, also die Badewanne auch hier direkt hinter mir. Ihr seht auch das Zimmer. Das Problem ist halt, man kann direkt reingucken. Also wenn ihr zu zweit irgendwie im Hotel seid, ihr könnt jetzt nicht irgendwie eine Tür oder einen Vorhang zuziehen. Das sollte man vielleicht wissen. Ansonsten wirklich sehr, sehr schön, Inhaber geführt, toller Service, tolles Essen, tolle Gins, wer hätte das geglaubt. Also schaut mal vorbei und hat dir das Video gefallen, lasst mir einen Daumen hoch da. Hier draufklicken und abonnieren. Ihr wisst, Support ist kein Mord. Und hier habe ich ein Video, was dir gefallen könnte. Also schau einfach mal rein und klick dich durch, denn wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge von Monaco Deluxe.